Also, meine lieben Besucher, liebe Kameradinnen und Kameraden, werte Gäste, liebe Frau Zimmermann von der Märkischen Oder Zeitung, lieber Herr Schulmeister, liebe Irmgard, wir wollen offiziell den Sicherheitstag heute im Rahmen des Quartiersmanagements im Bahnhof von Bad Freiwalde eröffnen. Jedenfalls wollen wir heute dazu beitragen, wieder ein Stück weiter den Bahnhof ins Bewusstsein zu bringen. Wir sehen, dass wir nicht ganz so viel Licht hier drin haben, das haben wir noch nicht geschafft. Auch die Wartehalle soll noch beleuchtet werden, damit auch in den Wintermonaten hier der Durchgang wieder ermöglicht werden soll. Schritt für Schritt wollen wir den Bahnhof beleben. Ich muss an dieser Stelle sagen, leider sind wir noch nicht so weit, dass wir über ein ordentliches Bauantragsverfahren berichten können. Unsere zweimal gestellten Bauanträge sind vom Bauordnungsamt des Landkreises und Postwenden zurückgeschickt worden, weil sie sich für nicht zuständig erklären. Ich begrüße auch alle. Wie gesagt, die meisten kennen mich. Ich bin die, neben der Geschäftsführung im VfWQ habe ich dieses Jahr die den Quartiersmanagement hier übernommen, bin immer Dienstag und Donnerstag hier und habe auch mit der Stadt zusammen mit Herrn Schmoll diesen Tag organisiert. Ja, begrüße Sie, freue mich auch, dass Sie da sind. Es ist immer schön, wenn zu solchen Events ganz, ganz viele Leute erscheinen. Denn wir werden, auch wenn niemand in die Zukunft gucken kann, immer wieder Probleme mit bestimmten Kriminalitätsphänomenen haben. Und um die wirksam zu bekämpfen, sind wir hier und auch deshalb, Frau Dr. Roth, habe ich auch sofort zugesagt zu dieser Veranstaltung, dass wir unseren Beitrag dazu leisten und den Bürgern zeigen, jawohl, wir wollen als Polizei, ich sage es jetzt mal salopp, nicht nur den Dieben hinterherrennen, was auch ganz wichtig ist, sondern auch im Vorfeld etwas tun, die Bürger in die Lage zu versetzen, ihren vernünftigen Eigenanteil zu leisten. Ich bin sehr froh, dass die Revierpolizei heute natürlich hier ist für Bad Freienwalde. Das ist eigentlich auch eine ganz selbstverständliche Sache. Natürlich immer für dieses schwere Ehrenamt Feuerwehr, Nachwuchs, um unsere Arbeit durchführen zu können. Es ist immer nicht leicht, natürlich nachts um zwei aufzustehen, wenn der Meldeempfänger geht und aus warmem Bett rauszukriechen, gerade so wie es jetzt die Temperaturen heute am Tage sind. Ne? Aber wir haben uns dazu entschieden und natürlich versuchen wir dahingehend tatkräftige Unterstützung